Sightseeing im Zentrum der Katastrophe. Im Schutzanzug, mit Kapuze, Atemmaske, Gummihandschuhen fahren Journalisten ins havarierte Atomkraftwerk. Erstmals überhaupt erlaubt TEPCO eine solche Tour durch die Ruinen zum vierfachen Super-GAU von Fukushima. Ich hoffe, wir können unseren Zeitplan einhalten und das AKW bald stabilisieren. Japan und die ganze Welt schaut auf uns. Alle wollen sehen, ob wir unser Ziel erreichen. Die ganze Welt. Es sind 30 Reporter, Kameraleute, Fotografen. Erdbeben und Tsunami vom 11. März 2011 haben hier in Fukushima Daiichi eine Apokalypse ausgelöst. In mindestens 3 Reaktorblöcken ist es zur Kernschmelze gekommen. Massive Explosionen haben das strahlende Material über hunderte Kilometer verteilt. Die Journalisten dürfen die Busse nicht verlassen. Sie messen stellenweise gefährliche 500 Mikrosievert pro Stunde. Fukushima ist das größte atomare Unglück seit Tschernobyl. Die meisten Arbeiter, so wie ich, stammen ja aus Fukushima. Sie arbeiten weiter, obwohl ihre Familien längst geflohen sind. Der Tag hat früh begonnen, in Tamura am Rande der Sperrzone. Von hier aus sind es nur 25 Kilometer zum AKW Fukushima Daiichi. Für die 100 Bewohner aus Futaba ist die Radioaktivität ein unsichtbarer, aber ständiger Begleiter. Heute kehren sie erstmals zurück in ihre Heimat im Sperrgebiet. Der AKW-Betreiber TEPCO hat den Ausflug organisiert. Die freundlichen Herren in den blauen Anzügen, sie zeigen sich von ihrer besten Seite. Auch Familie Watanabe ist gekommen, Vater, Mutter und Tochter Satoko. Seit dem Erdbeben war ich nicht mehr zu Hause, erzählt Satoko. Die Sachen, die mir am Herzen liegen, warten gut verpackt am Eingang unseres Hauses. Ich habe das für den Tag gemacht, an dem wir wieder zurückkommen können. Vor der Tür besprechen sich die Helfer. Was, wenn einer nach Rückkehr aus der Sperrzone dringend auf Toilette muss? Das müsst ihr verhindern. Wir müssen erst checken, ob sie verstrahlt wurden. Im Innern der Sporthalle beginnt der Crashkurs für die Rückkehrer. Viele alte Menschen sind gekommen. Sie haben auch Monate nach der Katastrophe noch kaum Ahnung von radioaktiver Strahlung. Sie bekommen 2 Tüten. In die schwarze packen sie ihre persönlichen Sachen. Bevor sie später ihr Haus verlassen, stecken sie diesen Sack in die 2. durchsichtige Tüte. Die schmeißen sie aber wieder weg, sobald sie den Bus betreten. So gehen wir sicher, dass kein radioaktiver Staub an ihren Sachen haften bleibt. Dann beginnt das große Umziehen. Ein Anzug aus dünnem Papier, eine Haube aus Zellulose, eine Atemmaske, Handschuhe. Außerdem bekommen Satoko, die junge Frau aus Tokio, und die anderen je ein Dosimeter und ein Funkgerät. Die Heimat ist ein gefährlicher Ort. Ich habe damals per Telefon gehört, dass wir evakuieren sollen. Wir hatten kaum Zeit. Wir sind dann in den nächstgrößeren Ort nach Kawamata gefahren. Im Notlager habe ich gehört, dass es in Fukushima eine Wasserstoffexplosion gegeben hat, dass etwas Unglaubliches passiert ist. Für 2 Stunden darf Satoko Watanabe zurück nach Haus. Mehr Zeit bleibt ihr nicht, um Abschied zu nehmen vom alten Leben. Die wenigen Kilometer bis Futaba, es sind Welten. Mit einer kleinen Kamera hat Satoko ihre Fahrt ins Sperrgebiet gefilmt. Vorbei am Checkpoint der Polizei, hinein ins Niemandsland. Die Straßen zerstört vom Erdbeben. Freigelassene Kühe. Die Bauern wollten die Tiere vor dem Verhungern retten. Alles menschenleer, geisterhaft. Bei strahlend blauem Himmel. Etwa 88.000 Menschen haben durch die AKW-Katastrophe von Fukushima ihre Heimat verloren. Ihren Job, ihre Freunde, ihre Nachbarn. Ganze Dorfgemeinschaften lösen sich auf. Vielen Flüchtlingen macht das am meisten zu schaffen. Bürgersprechstunde in der Nähe von Namie. Die Stadtverwaltung ist im Hotel untergekommen. Der Abgeordnete Bunsei Watanabe stellt sich den Fragen der Bürger.
Jeder Tag ist für uns die Hölle. Die Menschen wollen wissen, wie es weitergeht. Die Regierung soll uns endlich einen Ausweg zeigen. So denken die meisten der Menschen hier. In einer Turnhalle versammelt sich, was von Namie noch übrig ist. Der Ort wurde Opfer aller drei Katastrophen: Erdbeben, Tsunami, Super-GAU. Tausende Fotos hat Herr Watanabe gesammelt, mit eigenen Händen. Ich bin nach dem 11. März immer wieder in die Stadt hinein, um die schönen Dinge zu retten, erzählt Bunsei Watanabe. Die Menschen freuen sich, wenn sie ein Erinnerungsstück wiedergefunden haben. Und wenn ich die fröhlichen Gesichter sehe, dann merke ich, wie wichtig meine Arbeit ist. Zurück in der Sperrzone. Satoko Watanabe und ihre Mutter räumen die Wohnung auf. Vor 3 Monaten waren sie in Panik geflüchtet. Jetzt sehen sie erstmals wieder das ganze Chaos. Die Bücherregale sind beim Erdbeben umgekippt. Der Strom ist ausgefallen. In der ersten Etage sind die Zimmer stockdunkel. Die beiden Katzen von Satoko liegen tot im Garten. Zwei Stunden waren viel zu kurz. Von jetzt an weiß ich nicht mehr, wann ich jemals wieder zurückkomme. Ich will weiter stark sein und mein Leben leben. Der Bus kommt, per Anhalter, aus dem Sperrgebiet. 6 Mikrosievert zeigt das Dosimeter von Satoko 50 Mal mehr als normal. Im Gymnasium von Tamura werden die Rückkehrer auf Strahlung überprüft. Auch ihre Habseligkeiten, Kleidung, DVDs, Kreditkarten. Nur in einem Fall haben die Messgeräte bisher Alarm geschlagen. Tepco hat seine Azubis zum Schleppen abgestellt, Gentleman im Blaumann. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, sagt Satoko. Wenn ich sowieso nicht zurückkehren kann, was mache ich? Vielleicht suche ich mir einen Job in Tokio, bis ich in Rente gehe. Aber dann? Die Tepco-Leute verbeugen sich. Wieder machen sich Busse auf den Weg ins Sperrgebiet. Tausende Menschen haben diesen kurzen Abschied von ihrer alten Heimat noch vor sich. Eine feierliche Stimmung liegt in der kühlen, klaren Morgenluft. 7 Uhr früh auf dem Friedensplatz von Hiroshima. Tausende Menschen sind gekommen, um der Opfer der Atombombe vor 66 Jahren zu gedenken. Auch Maho Yamamoto und Misato Kobayashi, zwei 16-jährige Schülerinnen. Das Leid ihrer Heimatstadt kennen sie nur aus Erzählungen, Fukushima aber ist ihnen ganz nah. Sie erschüttert, dass ihr Land schon wieder gegen eine Strahlenkatastrophe kämpfen muss. Seit Jahrzehnten trauern wir um die vielen Toten von Hiroshima. Und jetzt erleben wir Fukushima. Die Hoffnung der Opfer von Hiroshima und Nagasaki wurde enttäuscht. Sie fühlen sich betrogen. Wir müssen auf die Menschen aus Fukushima jetzt besonders Acht geben. Wir müssen zusammenhalten und stark sein. Das Gedenken an die Opfer von Hiroshima ist ein würdevoller Moment, ein Staatsakt seit jeher. Die Bombe ist fest verankert im kollektiven Gedächtnis des modernen Japan. Auch der noch regierende Premierminister Naoto Kan ist gekommen. Doch diesmal spricht auch er vor allem von Fukushima. Wir haben der Welt versprochen, ein atomfreies Land zu sein, sagt Naoto Kan. Er verspricht, die Gründe für den Reaktorunfall in Fukushima zu untersuchen und das Land unabhängig zu machen von der Atomkraft. Es sind die Visionen eines geschwächten Premiers. Die mächtige Atomlobby will Naoto Kan aus dem Amt drängen. Auch die einflussreichen Lobbyisten sitzen unter den Trauergästen, Politiker, Unternehmer, Journalisten. Ihnen ist in den letzten Jahrzehnten ein Kunststück gelungen, einem Land, das so massiv von Atomwaffen heimgesucht wurde, die zivile Nutzung der Atomkraft als absolut positiv zu verkaufen. Ein schönes Märchen ohne Happy End. Das Sperrgebiet von Fukushima. Bei Itate, etwa 40 Kilometer entfernt vom AKW, liegt die Strahlung bei 15 Mikrosievert pro Stunde.
Zwei Monate nach dem Unglück wurden die Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Hidekazu Uchi aber kommt alle paar Tage zurück. Früher haben wir immer das frische Quellwasser aus den Bergen getrunken. Aber das geht wegen der Strahlung nicht mehr. Wenn ich hier bin, habe ich immer Wasserflaschen aus unserem neuen Zuhause dabei. An Familie Ouchi zeigt sich Japans Atomfluch wie bei kaum einer anderen. Besuch im benachbarten Pflegeheim. Auch hier ist die Strahlung hoch. Das Haus gänzlich zu evakuieren, aber wollte man den vielen Alten nicht mehr zumuten. Schon gar nicht dem 82-jährigen Saichi Ouchi. Mit 14 war er als Sanitäter in Hiroshima. Er hat Verwundete gerettet und für die Toten Gräber geschaufelt. Er selbst wurde damals verstrahlt. Und jetzt am Ende seines Lebens ist er wieder Opfer von Radioaktivität. Bisher hätten sie kaum über die Vergangenheit des älteren Herrn geredet, erzählt die Pflegerin. Es hat sich nichts verändert. Wir arbeiten genauso hier wie vor dem Erdbeben. Das Einzige ist, wir können nicht mehr vor die Tür. Das ist eine Last. Familie Ouchi bekommt Besuch. Die Schülerinnen Maho, Misato und ihre Freunde sind aus Hiroshima angereist. Es soll eine Geschichtsstunde werden. Sie wollen von dem 82-Jährigen erfahren, wie es damals war nach dem Atompilz und heute im Sperrgebiet. Wie finden Sie, dass Ihre Heimat Fukushima verstrahlt ist? Wie geht es Ihnen denn körperlich? Was können wir Schüler in Zukunft daraus lernen? Herr Ouchi kann kaum noch antworten. Wie lebt Familie Ouchi mit der radioaktiven Gefahr? Sohn Hidekazu zeigt später im verstrahlten Vorgarten sein Sonnenblumenfeld. Die Pflanzen sollen Cäsium binden, der Versuch, sich ein Stück Heimat zurückzuerobern. Die Pflaumen sind ungenießbar, weil verstrahlt, meint Hidekazu Ouchi. Ich wollte diese Pflaumen eigentlich einlegen, so habe ich das immer gemacht, so wie die vielen Blaubeeren hinten auf dem Feld. Zurück in Hiroshima. Die Opfer der Atombombe leiden bis heute an den Folgen der Verstrahlung. Manche wurden ihr Leben lang gesellschaftlich geächtet, viele sind krank, haben Krebs. Der Staat aber hat sie anerkannt als Opfer und gewährt ihnen großzügige Hilfen. Der gleiche Staat versagt beim Schutz der Menschen in Fukushima, finden Maho und Misato. Die Regierung verniedlicht die verheerenden Folgen, auch um das Image der Atomkraft zu retten, die weiterhin das Land antreiben soll. Die Regierung muss endlich entsprechende Maßnahmen treffen, um die Menschen in Fukushima zu schützen. Maßnahmen, mit denen die Menschen dort auch leben können. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass die Regierung zu wenig tut und auch zu wenig aufklärt, was gerade passiert. Von Tschernobyl hat man ja gehört, dass die Kinder zunehmend an Schilddrüsenkrebs erkranken. Die Regierung soll nicht so rumeiern und so unentschlossen sein. Es gibt so viele Menschen bei uns, die unter der Strahlung gelitten haben. Wenn die Regierung dies für die Zukunft verhindern will, dann muss sie klar sagen: Abschied von der Atomkraft. Dämmerung über den Ruinen von Hiroshima. Auf dem Motto Yasugawa schwimmen hunderte Laternen. Ein Gruß an die Seelen der Toten. Fast 70 Jahre nach Hiroshima muss Japans Regierung handeln. Sonst droht dem Land eine neue Generation von Strahlenopfern. Eine Reise ins Ungewisse. Jenseits der Straßensperre beginnt das radioaktive Niemandsland. Erstmals seit dem Super-GAU fahren sie zurück in ihre Heimat, die Flüchtlinge von Namie. Bunsai Watanabe, der Parlamentsabgeordnete, hält die Fahrt mit einer kleinen Kamera fest. Herr Suzuki, Ihre Eltern sind vom Tsunami weggespült worden. Ihre Mutter wird noch vermisst. Mit welchen Gefühlen fahren Sie heute zurück? Ich möchte Räucherstäbchen für meine Eltern anzünden. Es könnte ja das letzte Mal sein, dass ich nach Hause komme. Bunsai Watanabes Heimatort Namie gleicht einer Todeszone. Voller Trümmer, verseucht mit Cäsium, Plutonium, Strontium. Die radioaktive Wolke aus Fukushima ist genau über den Ort gezogen. Die Rückkehrer aus Namie nehmen Abschied von ihrer Heimat.
Die Leute haben nach dem 11. März ihre Heimat nicht mehr betreten. Auch wenn die Gegend vom Tsunami total verwüstet ist. Sie wollen hin und gucken. Sie wollen das mit ihren eigenen Augen sehen. Sie wollen ihre Heimat noch einmal mit allen Sinnen spüren. Einige Bewohner von Amie finden Unterschlupf in einem Hotel. Auf der Flucht vor der radioaktiven Wolke fuhren viele, ohne es zu wissen, in noch stärker verstrahltes Gebiet. Die Regierung in Tokio hatte Informationen über die Verbreitung der radioaktiven Wolke schlicht ignoriert und die Flüchtenden nicht gewarnt. In der Turnhalle sortieren sie noch immer Fotos und Souvenirs. Tausende Andenken haben Watanabe und seine Helfer aus den Ruinen gerettet. Es sind Erinnerungen an bessere Zeiten. Ob sie jemals von ihren Eigentümern abgeholt werden, ist völlig unklar. Eine Heimat in Trümmern. Manche Fukushima-Flüchtlinge hoffen, bald zurückkehren zu können. Einige Orte in der Sperrzone sollen demnächst freigegeben werden. Namie, der zerstörte Heimatort von Bunsei Watanabe, wird nicht dazu gehören. Die Strahlung ist zu hoch. Wir werden nicht aufgeben, sagt Bunsei Watanabe. Wir sind gemeinsam geflohen, wir kehren gemeinsam zurück. Er ist kein Mann der leisen Töne, Yasuhiko Furuya. Jede Woche geht der Politiker hier in Yokohama auf die Straße. Er will seine Mitbürger warnen vor den Folgen des Supergaus, vor der Radioaktivität aus Fukushima, die schleichend Einzug hält, und vor Behörden, die noch immer schlafen oder beschwichtigen. Wenn nicht wir Politiker aufklären, wer dann? Dabei überrascht viele Menschen, was ich hier mache. Nach all dem, was in Fukushima passiert ist, haben sie den Glauben an die Politik längst aufgegeben. Hier am Bahnhof von Yokohama steht Yasuhiko Furuya nicht nur als Politiker, auch als besorgter Familienvater. Seine drei Söhne haben Fukushima am eigenen Leib erfahren. Den Kindern wurde cesium-kontaminiertes Rindfleisch aufgetischt, weit über dem staatlichen Grenzwert, hier in dieser Schulkantine. Zwischen April und Juli 2011 wurde das Fleisch zubereitet in 160 Schulen der Stadt für insgesamt 84.000 ahnungslose Schüler. Mal mit Reis, mal mit Kartoffeln, mal im Gulasch. Niemand hat es gemerkt. Viele Eltern regen sich auf. Wir alle können nicht verstehen, wie kontaminierte Nahrung überhaupt in den Handel gelangen kann. Hier in der Schule dachten wir, wären unsere Kinder sicher. Und genau dort serviert man ihnen verstrahltes Essen. Mir macht das Angst. Eine Reise Richtung Fukushima. Für viele Viehzüchter ist der Rindfleischskandal aus Yokohama keine Überraschung. Cäsiumverseuchtes Stroh sei an die Tiere verfüttert worden, sagt Bauer Todokoro, Stroh von den Reisbauern aus Fukushima. Japans Viehzüchter können ihre Tiere kaum auf die Wiese schicken. In einem so dicht besiedelten Land gibt es häufig keinen Weidegrund. So wird Futter dankbar zugekauft, auch wenn es aus Fukushima kommt. Wir Japaner sagen immer, dass japanische Nahrungsmittel die sichersten der Welt sind. Und dann taucht plötzlich so ein Problem auf. Ich finde, das kann man nicht akzeptieren. Musik, um die Kühe zu beruhigen. Sonst gehen die Emotionen hoch. Für einige Wochen verhängen die Behörden einen Lieferstopp für Stroh und Rindfleisch aus Fukushima. Inzwischen ist der wieder aufgehoben. Man versprach, die Kontrollen zu verbessern. Rindfleisch darf jetzt sogar gehandelt werden aus Gegenden, in denen Menschen kaum noch leben wollen. Aus Minamisoma oder Tamura. Einen Steinwurf vom Supergau entfernt. Ich habe Mitleid mit den Bauern in Fukushima. Sie sind zu Opfern geworden. Sie lieben genauso ihre Kühe wie ich meine. Und plötzlich heißt es eines Tages, das Fleisch ist verseucht. Der Preis bricht ein. Wenn mir das passieren würde, das wäre ein Schock. Nicht nur die Viehzüchter mit ihrem Rindfleisch haben es schwer. Radioaktivität aus Fukushima hat sich in die gesamte Nahrungskette eingeschlichen. Reis, Salat, Milch, grüner Tee. Fast überall schon wurde Cäsium entdeckt. Was auf den Feldern wächst, können die Behörden nur stichprobenartig überprüfen.
Fukushima bedroht die Existenz vieler Bauern, auch wenn deren Produkte gar nicht verseucht sind. Bei Familie Fukuda ist Erntezeit. In kräftigem Orange leuchten die Pfirsiche an den Bäumen. Seit 3 Generationen leben die Fukudas vom Obstanbau, bisher unbehelligt von Krisen und Katastrophen. Wir haben hier nie etwas Schlimmes erlebt. Nach dem Krieg hatten wir keine Versorgungskrise. Hier gibt es auch keine Erdbeben und keine Erdrutsche. Ich bin fast 80 Jahre alt. Bis heute habe ich nichts erlebt, was mich bedroht. Die Plantage von Familie Fukuda liegt weit über 100 Kilometer entfernt vom Atomkraftwerk. Aber der Wind hat die radioaktive Wolke bis hierhin getragen. Zwar haben die Kontrolleure bisher nur minimal Cäsium in den Pfirsichen gefunden, der Umsatz aber ist um 2/3 eingebrochen. Im Sommer verkaufe ich normalerweise meine Pfirsiche übers Internet. Ich muss mich dann entschuldigen, weil sie schnell ausverkauft sind. Dieses Jahr habe ich dagegen sehr wenige Bestellungen gehabt. Besuch aus der Großstadt. Manche hier pflücken zum ersten Mal in ihrem Leben eigenhändig einen Pfirsich vom Baum. Gerade junge Menschen wollen neuerdings wissen, woher ihre Nahrungsmittel stammen. Erst finden sie Cäsium im Rindfleisch, jetzt sogar im Reis, unser Hauptnahrungsmittel. Die Behörden informieren immer zu spät, das macht mir am meisten Sorgen. Morgens um 5:45 der Obst- und Gemüsemarkt von Yokohama, einer der größten Märkte in Japan. Von hier aus werden 3,6 Millionen Menschen mit frischer Ware versorgt. Weißrettich aus dem Norden Japans, Pfirsiche aus Kyushu im Süden, Auberginen oder Gurken aus Fukushima. Die Preise sind gefallen. Auch in Yokohama fürchten sich die Menschen vor der Strahlung aus dem Katastrophengebiet. Auch Yasuhiko Furuya, der Politiker, ist früh unterwegs. Besuch bei den Lebensmittelkontrolleuren. Hier im Labor des Großmarktes sollen Obst und Gemüse auf Radioaktivität überprüft werden. Die Geräte aber sind gerade erst angekommen. Monatelang wurde hier in Yokohama der Super-GAU ignoriert, wie wohl auch in vielen anderen Städten Japans. Jetzt verspricht das Labor Besserung. Aus den Hunderttausenden von Früchten, die in Yokohama umgeschlagen werden, sollen pro Monat genau 10 Stück getestet werden. Sie müssten sich noch an die neue Technik gewöhnen, räumt der Laborleiter ein. Aber bisher seien das getestete Fleisch und das Gemüse sicher. Zum Beispiel Spinat. 1 Kilogramm Spinat enthält so viel Strahlung, wie man bei einer Reise mit dem Flugzeug abbekommt. Aber wer isst schon 1 Kilo Spinat? 100 Gramm wären schon viel. Nach 6 Minuten steht das Ergebnis fest. Der Weißrettich scheint unbelastet, 5,8 Counts per Second. Aber ganz sicher sind die Mitarbeiter trotzdem nicht. Keine Ahnung, was genau das Ergebnis bedeutet. Sie halten Rücksprache. Ungeübte Mitarbeiter, viel zu wenig Stichproben. Für Yasuhiko Furuya ist das die nächste Katastrophe. Die Stadt unterschätze noch immer und trotz Skandal ums verseuchte Rindfleisch die Gefahr aus Fukushima. Ich bin nach dem Besuch hier noch besorgter als vorher. Wie wir prüfen, ist ärmlich und das bei einem so großen Warenaufkommen. Wenn das die Menschen in Yokohama erfahren, wird es großen Ärger geben. Zu Hause bei Familie Furuya, auch die Söhne sind da, Tatsushi, Rinto, Ikuma. Die Familie achtet seit Fukushima auf ihre Ernährung, erst recht nach dem Skandal mit dem verseuchten Schulessen. Alles halb so wild, sagt der älteste Sohn. Sein Vater aber will durchsetzen, dass die Kinder untersucht werden. Nicht nur seine 3 Söhne, sondern alle 84.000 Schüler, die in Yokohama vom Cäsium kontaminierten Fleisch gegessen haben. Wir hatten das doch alles schon mal in Tschernobyl. Ich denke, dass wir in Japan das Gleiche durchmachen werden. Wenn es so weitergeht, werden wir die Folgen ganz sicher später noch erleben. Ein gemütlicher Fernsehabend. Heute bleibt Yasuhiko Furuya ganz Familienvater.
Ab morgen wird er wieder auf die Straße gehen, dann als Politiker und warnen vor den unterschätzten Folgen des Super-GAU. Seit Tagen klopft der Regen an die Fenster. Ein Taifun ist im Anmarsch. Nichts fürchten Banshu Miura und seine Kollegen mehr, denn mit jedem Tropfen Wasser fällt auch radioaktives Cäsium vom Himmel. Der Mönch lässt sich die aktuellen Wetterdaten geben. Windrichtung, windstarke Luftdruck. Die Daten sind Banshu Miuras Lebensversicherung, hier 20 Kilometer entfernt vom AKW Fukushima. Das Risiko, verstrahlt zu werden, ist bei schlechtem Wetter viel höher. Wenn wir nass werden, nimmt die Haut Gammastrahlung auf. Deshalb müssen wir uns vor dem Regenwasser schützen. HCR, Hardcare Rescue, die Herzensretter. Banshu Miura ist so etwas wie der gute Geist des Sperrgebiets. Er versorgt die, die geblieben sind hier am Rande der Sperrzone. Ältere, Alleinstehende. Menschen wie Masaharu Haneda, kaum einer wohnt näher dran am Super-GAU. Die Strahlung hier ist gefährlich hoch, 20, 30, 40 Mikrosievert pro Stunde. Auf dem Dach, an der Regenrinne, im Garten. Eigentlich müsste Herr Haneda längst geflüchtet sein. Warum ich hier wohnen bleibe? Unsere Familie lebt seit 1000 Jahren hier. Ich kann nicht wegrennen, ich muss hier bleiben, bis ich sterbe. Die Menschen hier sind sehr spirituell. Ihre Seelen sind eng mit dem Ort verbunden. Eigentlich will ich, dass sie schnell wegziehen, aber ich verstehe, dass sie ihre Heimat nicht verlassen wollen. Es ist ein Dilemma. Die Früchte aus dem eigenen Garten, sie gehören in den Sondermüll. Mönch Miura will sie im Labor testen lassen. Auch das Quellwasser aus den Bergen, von dem Masaharu Haneda jeden Tag trinkt. Die Behörden sagen, unbedenklich. Den Beteuerungen glaubt der ältere Herr aber schon lange nicht mehr. Die Katastrophe vom 11. März 2011 hat er schließlich hautnah erlebt, als TEPCO-Arbeiter im Atomkraftwerk. Im Block 3 in Fukushima, das war keine gewöhnliche Explosion, erzählt Herr Haneda. Da hat es eine Kettenreaktion mit Uran und Plutonium gegeben. Da ist alles rausgepustet worden. TEPCO lügt und auch unser eigener Staat verheimlicht die Wahrheit. Eine Kettenreaktion aus Uran und Plutonium. Wenn das stimmt, das wäre so etwas wie eine Atombombenexplosion. Und mittendrin leben junge Familien. Ayumi Tasaku hat 4 Kinder. Das jüngste kam 3 Monate nach dem Reaktorunfall zur Welt. Ihr eigenes Haus ist radioaktiv verstrahlt. Jetzt sind sie bei den Schwiegereltern untergekommen, ein paar Kilometer weiter. Für die Kinder ist das alles besonders stressig. Draußen spielen dürfen sie nicht mehr, sie benutzen Masken und Mützen. Sie tragen nur noch langärmelige Sachen und darüber noch eine Jacke, auch wenn es viel zu warm ist. Jeden Morgen bringt Ayumi ihre Kinder in die Schule. Es ist eine Fahrt durch verseuchten Regen. Trotz der Gefahr aus Fukushima, Minami Soma, ihre Heimatstadt, soll um keinen Preis aufgegeben werden. Die Stadtverwaltung wirbt bewusst um junge Familien. Lässt sie die Menschen ins offene Messer laufen? Nicht draufsetzen, nicht in die Waschmaschine schmeißen, warnt die Klassenlehrerin. Die beiden Söhne von Ayumi bekommen heute ihr persönliches Dosimeter. Monatelang hatten die Eltern um die Strahlenmessgeräte gebettelt und trotzdem. Es ist nicht unbedingt schön, diese Dosimeter zu verteilen. Die Kinder werden zu Versuchskaninchen. Die Geräte zeigen ja nicht mal, wie hoch die Strahlung ist. Sie speichern die Daten nur. Es wäre viel besser, wenn die Kinder sofort gewarnt würden und dann wegrennen können. Das Leben in ständiger Unsicherheit, es macht die Seele kaputt, sagt Banshu Miura. Manche in Minami Soma wollen nicht mehr essen, andere beginnen zu trinken, einige bringen sich um. Allein in der Region Fukushima haben sich seit März 2011 über 70 Menschen das Leben genommen. Das Meeresrauschen hier am Friedhof, für mich klingt das wie die Stimmen all der Toten, erzählt Banshu Miura. 2 Sachen sind wichtig. Wir müssen die Menschen in Fukushima jetzt voller Liebe unterstützen. Und wir brauchen die Wende in der Atompolitik. Ayumi Tasaku hat einen Termin im städtischen Krankenhaus. Ihre Söhne sollen auf innere Verstrahlung getestet werden.
75 Kinder am Tag, alle Schüler von Minamisoma, werden neuerdings untersucht. Ab jetzt einmal jährlich. Ich habe Angst davor, dass das Ergebnis schlecht ist. Aber ich will andererseits auch die Wahrheit hören. Ich bin hin und her gerissen. Der Scanner soll kleinste strahlende Partikel erkennen. Cäsium in den Knochen, Jod in der Schilddrüse. In Fukushima Stadt wurden die Ärzte schon fündig. In jedem zweiten Kind haben sie Cäsium festgestellt. Die Krebsrate bei Kindern wird bald deutlich steigen, fürchten viele Eltern und sogar die Krankenschwester. Sie selbst ist im fünften Monat schwanger. Vielleicht werden wir es irgendwann bereuen, dass wir hier geblieben sind, meint die bald junge Mutter. Viele Eltern wollen ihre Kinder langfristig untersuchen lassen, über 5 oder 10 Jahre. Auch wenn jetzt ihre Kinder okay sind, wer weiß, ob sie in 5 oder 20 Jahren nicht krank sind. Hier bleiben, neu beginnen. Banshu Miura, der Mönch, ist in ein Neubauviertel am Stadtrand gerufen worden. In diesem Haus wohnt eine junge Familie mit 2 Kindern. Übers Jahr kriegen die Bewohner 3-mal mehr Strahlung ab, als für einen deutschen AKW-Arbeiter erlaubt. Der Mönch soll das ändern. Mal gucken, wie weit wir heute kommen mit dem Dekontaminieren. Wir fangen ganz oben an auf dem Dach, dann kommt die Veranda, die Hauswand und dann das Pflaster vor der Tür. Sturmhauben, Atemmasken, Schutzanzug. So macht sich die Truppe fertig für den mörderischen Job. Nach und nach soll ganz Minamisoma dekontaminiert werden, die Schulen, die Straßen, die Privathäuser. Es ist eine Arbeit voller gefährlicher Risiken. Und manche sagen, völlig sinnlos. Denn schon im Winter werden die Fallwinde aus den Bergen neue radioaktive Partikel in die Wohnidylle tragen. Ayumi Tasaku hat Post bekommen. Die Ergebnisse der Ganzkörperuntersuchung sind da. Sind ihre Söhne gesund? Alles okay. Allerdings stehen da verschiedene Werte und mein jüngerer Sohn hat etwas höhere Werte als der ältere. Sie liegen aber auf jeden Fall unter der Grenze und das freut mich. Über das ganze Leben gerechnet, falle die radioaktive Mehrbelastung ihrer Söhne kaum ins Gewicht, schreibt das Krankenhaus. Das Unglück von Fukushima, so die Ärzte, entspräche einer einzigen zusätzlichen Röntgenaufnahme. So sind sie, die offiziellen Wahrheiten in Minamisoma, 20 Kilometer vom Supergau. Mit Hochdruckreinigern und Schutzanzügen auch hier kämpfen sie gegen die Strahlung aus Fukushima. Überall in der Region sind die Trupps unterwegs, um Häuser, Straßen, Gärten von radioaktiven Partikeln zu befreien. Ein gefährlicher Job. Der seit Herbst 2011 regierende Premierminister Noda dagegen will nur gute Nachrichten verbreiten. Die Temperatur im Innern der Reaktoren liege jetzt konstant unter 100 Grad. Das AKW sei endlich unter Kontrolle. Die Reaktoren befänden sich im Zustand der Kaltabschaltung. Auch wenn irgendein Problem mit den Reaktoren auftreten würde, werden sie weiter gekühlt. Die kalte Abschaltung im AKW Fukushima, sie ist eine Erfindung der Bürokraten in Tokio. Denn eigentlich gibt es diesen Vorgang nur in einem intakten Atomkraftwerk, nicht in einem zerstörten. Kritiker meinen, die Regierung verharmlose den vierfachen Supergau auch weiterhin. In Wirklichkeit seien die Brennstäbe längst zu einer glühenden Masse zusammengeschmolzen, bis zu 3000 Grad heiß. Die radioaktive Strahlung in den Reaktoren 1 bis 4 gilt noch immer als tödlich hoch. Von irgendeiner Abschaltung also könne keine Rede sein. Die Lage ist unverändert gefährlich, so wie gestern und letzte Woche. Und auch in der nächsten Woche wird sich daran nichts ändern. Das Tor in eine andere Welt. Nur für den Mann im Schutzanzug öffnet es sich. Bunsei Watanabe, der Abgeordnete aus Namie. Seine Heimatstadt liegt in der Sperrzone von Fukushima, eine Geisterstadt. Watanabes Auftrag, er soll den Stand der Dekontaminierung überprüfen. Das Ziel, eine möglichst schnelle Rückkehr der Bewohner in ihre Heimat. Seine Reise hat Bunsei Watanabe für uns gefilmt, den Besuch in dieser unwirklichen Gegend. Kalt, menschenleer, gefährlich. Hier sind es 24 Mikrosievert, so hoch wie sonst nirgendwo in Namie.
Und da drüben im Tal sieht man, was die Japaner gerade am meisten beschäftigt, eine Schotterhalde, erzählt Herr Watanabe. Das verstrahlte Material hat man aus der Sperrzone gebracht und daraus Wohnungen gebaut, für die Flüchtlinge aus Fukushima. Die Skandale um den Umgang mit dem Super-GAU reißen nicht ab. Dabei haben sich die japanischen Behörden so viel Gutes vorgenommen. Schon bald soll die Sperrzone Schritt für Schritt verkleinert werden, Normalität statt Strahlenhölle. Hier in Tsushima sind die Aufräumtrupps schon unterwegs. Die Arbeiter müssen eine ganze Siedlung säubern. Straßen, Wohnhäuser, öffentliche Gebäude. Das Dekontaminieren soll die Strahlung um 80% senken. Doch ob die Arbeit der Männer tatsächlich hilft, ist völlig offen. Aktionismus überdeckt, dass Erfahrungswerte fehlen. Hier sehen Sie, was wir heute dekontaminieren. Das Gemeindezentrum, die Kinderkrippe, die Mittelschule, die Sporthalle und die Wohnhäuser. Hier ist das Haus der Familie Ishii und hier der Familie Kato. Wir reinigen alles mit Hochdruckreinigern. Wir schneiden Pflanzen weg, fällen Bäume und tragen die verstrahlte Erde ab. TEPCO in Tokio. Die Firmenzentrale ist gleich doppelt bewacht. Von Dutzenden Polizisten und vom hauseigenen Sicherheitsdienst. Hier hält man sich fein raus aus der Schwerstarbeit in der Evakuierungszone. Das Dekontaminieren sei Sache der Regierung und der lokalen Behörden in Fukushima. Der Stromkonzern fühlt sich nur noch für das Kraftwerk zuständig. Und auch von dort soll es ab jetzt nur noch gute Nachrichten geben. Die Botschaft: Wir haben alles im Griff. Es ist sicher noch viel zu tun, aber wir haben jetzt einen Fahrplan aufgestellt. Wir haben wichtige Schritte geschafft, um das AKW zu stabilisieren. Tatsächlich? Ein Bild voller Schnee und Grissel. Radioaktive Strahlung stört das Videosignal. Erstmals ist es Arbeitern gelungen, eine mikroskopisch kleine Kamera in das Innere von Reaktorblock 2 einzuführen. TEPCO will herausfinden, wie viel Wasser im Reaktorkern steht und ob die Brennstäbe ausreichend gekühlt werden. Zu sehen ist wenig, in der täglichen Pressekonferenz aber feiert TEPCO die Wackelbilder als Erfolg. Aus den havarierten Reaktoren tritt jetzt kaum noch Radioaktivität aus. Wir hatten kürzlich einen vorübergehenden Stromausfall im Kühlsystem. Selbst das haben wir schnell reparieren können. Wir glauben, die Menschen in Fukushima sind nicht mehr gefährdet. Stabil, ungefährlich. Tokios Atomfreunde hatten von Anfang an eine Devise: wenig echte Informationen und viel beschwichtigen. Tokios Gouverneur nimmt einen Schluck aus dem Wasserglas. Cäsium im Trinkwasser oder in Obst und Gemüse, kein Grund zur Sorge. Regierungssprecher Edano beißt in die Tomate aus Fukushima. Und kürzlich, mit zittriger Hand, schenkt auch der Abgeordnete Sonoda nochmal aus: Kühlwasser aus dem Atomkraftwerk. Die Atomlobby kämpft mit allen Mitteln. Fukushima soll möglichst schnell Vergangenheit sein, denn die Branche will weiter Geld verdienen. Sie plant längst für die Zukunft. Das Atomkraftwerk Hamaoka, 200 Kilometer von Tokio. Die Anlage ist 40 Jahre alt und in voller Kenntnis des extremen Risikos auf eine Erdbebenspalte gesetzt. Nach dem Fukushima-Schock wurde das AKW vom Netz genommen. Doch jetzt, im Infozentrum der Anlage, wird die Atomkraft schon wieder gefeiert. Eine bunte Show mit Brennstäben, für die Kinder der Neutronen-Comic und für die Erwachsenen das Infovideo. Für die Betreiber steht fest, Hamaoka geht wieder ans Netz. Man prahlt mit Nachrüstungen, mit stabileren Fundamenten, höherem Tsunami-Wall, wasserdichten Eingängen. So vergewissern wir uns, sagt der Sprecher, dass die Öffentlichkeit ein gutes Gefühl mit uns hat. Unsere Bauarbeiten gehen noch bis Ende des Jahres. Dann wird das AKW in puncto Tsunamischutz das sicherste der Welt sein. Die Verharmlosung in Hamaoka, die Tricksereien in Fukushima, Tomohiko Suzuki kämpft dagegen an. Der Journalist hat sich eingeschlichen ins havarierte Atomkraftwerk als Arbeiter für einen ganzen Monat lang. Man muss gar nicht weit fahren. Der gefährlichste Ort der Welt ist bloß 2 Stunden Autofahrt von Tokio entfernt. Das wollte ich mir angucken. Mit einer versteckten Kamera in dieser Armbanduhr hat Suzuki seine Erlebnisse festgehalten. Den täglichen Weg hinein ins AKW
vorbei an den Reaktorruinen und den übervollen Tanks mit kontaminiertem Kühlwasser. Die angebliche Kaltabschaltung, so stolz von TEPCO verkündet, sie ist ein Märchen, sagt Suzuki. Zum Jahrestag sollte alles schön aussehen. Deswegen hat man alles hoppla hopp installiert, erzählt der Journalist. Der Kühlkreislauf, alles billig, aus Plastikschläuchen, fast so dünn wie ein Strohhalm. Aber im Winter gibt es viele Lecks. Überall fließt kontaminiertes Wasser raus. Die Arbeit im Atomkraftwerk ist mörderisch. Im Schutzanzug mit Atemmaske und Helm. 4 Stunden täglich. Länger halten die Männer nicht aus. Sie klagen über Müdigkeit, Schwindel. Sie fürchten, das ist die radioaktive Strahlung. Die Sicherheitsschleuse des AKW, die meisten Männer werden anstandslos durchgewunken, erzählt Suzuki. Der Journalist glaubt, TEPCO hat gar kein Interesse daran, radioaktive Partikel bei den Arbeitern aufzuspüren. Nichts ist im Griff im Atomkraftwerk. Die Reaktorgebäude können wegen der tödlichen Strahlung nicht betreten werden. Keiner weiß, wie es im Innern wirklich aussieht und wohin später mit den geschmolzenen Brennstäben. Die Männer arbeiten und arbeiten, aber für Fukushima gibt es keine Lösung. Keine Lösung für das Atomkraftwerk? Aber die ersten Flüchtlinge sollen bald zurück? Bunsei Watanabe, der Abgeordnete aus Namie, ist skeptisch. Bis sich seine Geisterstadt wieder mit Leben füllen kann, müssten eigentlich noch Jahre vergehen, sagt er. Erst dann lässt sich einschätzen, wie gefährlich das Leben hier ist, in der Todeszone von Fukushima. Die Sperre beginnt das radioaktive Niemandsland. Erstmals seit dem Super-GAU fahren sie zurück in ihre Heimat, die Flüchtlinge von Namie. Bunsei Watanabe, der Parlamentsabgeordnete, hält die Fahrt mit einer kleinen Kamera fest. Herr Suzuki, Ihre Eltern sind vom Tsunami weggespült worden. Ihre Mutter wird noch vermisst. Mit welchen Gefühlen fahren Sie heute zurück? Ich möchte Räucherstäbchen für meine Eltern anzünden. Es könnte ja das letzte Mal sein, dass ich nach Hause komme. Bunsei Watanabes Heimatort Namie gleicht einer Todeszone. Voller Trümmer, verseucht mit Cäsium, Plutonium, Strontium. Die radioaktive Wolke aus Fukushima ist genau über den Ort gezogen. Die Rückkehrer aus Namie nehmen Abschied von ihrer Heimat. Die Leute haben nach dem 11. März ihre Heimat nicht mehr betreten. Auch wenn die Gegend vom Tsunami total verwüstet ist. Sie wollen hin und gucken. Sie wollen das mit ihren eigenen Augen sehen. Sie wollen ihre Heimat noch einmal mit allen Sinnen spüren. Einige Bewohner von Namie finden Unterschlupf in einem Hotel. Auf der Flucht vor der radioaktiven Wolke fuhren viele, ohne es zu wissen, in noch stärker verstrahltes Gebiet. Die Regierung in Tokio hatte Informationen über die Verbreitung der radioaktiven Wolke schlicht ignoriert und die Flüchtenden nicht gewarnt. In der Turnhalle sortieren sie noch immer Fotos und Souvenirs. Tausende Andenken haben Watanabe und seine Helfer aus den Ruinen gerettet. Es sind Erinnerungen an bessere Zeiten. Ob sie jemals von ihren Eigentümern abgeholt werden, ist völlig unklar. Eine Heimat in Trümmern. Manche Fukushima-Flüchtlinge hoffen, bald zurückkehren zu können. Einige Orte in der Sperrzone sollen demnächst freigegeben werden. Namie, der zerstörte Heimatort von Bunsei Watanabe, wird nicht dazu gehören. Die Strahlung ist zu hoch. Wir werden nicht aufgeben, sagt Bunsei Watanabe. Wir sind gemeinsam geflohen, wir kehren gemeinsam zurück.
Er ist kein Mann der leisen Töne, Yasuhiko Furuya. Jede Woche geht der Politiker hier in Yokohama auf die Straße. Er will seine Mitbürger warnen vor den Folgen des Supergaus, vor der Radioaktivität aus Fukushima, die schleichend Einzug hält, und vor Behörden, die noch immer schlafen oder beschwichtigen. Wenn nicht wir Politiker aufklären, wer dann? Dabei überrascht viele Menschen, was ich hier mache. Nach all dem, was in Fukushima passiert ist, haben sie den Glauben an die Politik längst aufgegeben. Hier am Bahnhof von Yokohama steht Yasuhiko Furuya nicht nur als Politiker, auch als besorgter Familienvater. Seine drei Söhne haben Fukushima am eigenen Leib erfahren. Den Kindern wurde cäsiumkontaminiertes Rindfleisch aufgetischt, weit über dem staatlichen Grenzwert, hier in dieser Schulkantine. Zwischen April und Juli 2011 wurde das Fleisch zubereitet in 160 Schulen der Stadt für insgesamt 84.000 ahnungslose Schüler. Mal mit Reis, mal mit Kartoffeln, mal im Gulasch. Niemand hat es gemerkt. Viele Eltern regen sich auf. Wir alle können nicht verstehen, wie kontaminierte Nahrung überhaupt in den Handel gelangen kann. Hier in der Schule dachten wir, wären unsere Kinder sicher. Und genau dort serviert man ihnen verstrahltes Essen. Mir macht das Angst. Eine Reise Richtung Fukushima. Für viele Viehzüchter ist der Rindfleischskandal aus Yokohama keine Überraschung. Cäsiumverseuchtes Stroh sei an die Tiere verfüttert worden, sagt Bauer Todokoro, Stroh von den Reisbauern aus Fukushima. Japans Viehzüchter können ihre Tiere kaum auf die Wiese schicken. In einem so dicht besiedelten Land gibt es häufig keinen Weidegrund. So wird Futter dankbar zugekauft, auch wenn es aus Fukushima kommt. Wir Japaner sagen immer, dass japanische Nahrungsmittel die sichersten der Welt sind. Und dann taucht plötzlich so ein Problem auf. Ich finde, das kann man nicht akzeptieren. Musik, um die Kühe zu beruhigen. Sonst gehen die Emotionen hoch. Für einige Wochen verhängen die Behörden einen Lieferstopp für Stroh und Rindfleisch aus Fukushima. Inzwischen ist der wieder aufgehoben. Man versprach, die Kontrollen zu verbessern. Rindfleisch darf jetzt sogar gehandelt werden aus Gegenden, in denen Menschen kaum noch leben wollen. Aus Minamisoma oder Tamura. Einen Steinwurf vom Supergau entfernt. Ich habe Mitleid mit den Bauern in Fukushima. Sie sind zu Opfern geworden. Sie lieben genauso ihre Kühe wie ich meine. Und plötzlich heißt es eines Tages, das Fleisch ist verseucht. Der Preis bricht ein. Wenn mir das passieren würde, das wäre ein Schock. Nicht nur die Viehzüchter mit ihrem Rindfleisch haben es schwer. Radioaktivität aus Fukushima hat sich in die gesamte Nahrungskette eingeschlichen. Reis, Salat, Milch, grüner Tee. Fast überall schon wurde Cäsium entdeckt. Was auf den Feldern wächst, können die Behörden nur stichprobenartig überprüfen. Fukushima bedroht die Existenz vieler Bauern, auch wenn deren Produkte gar nicht verseucht sind. Bei Familie Fukuda ist Erntezeit. In kräftigem Orange leuchten die Pfirsiche an den Bäumen. Seit drei Generationen leben die Fukudas vom Obstanbau, bisher unbehelligt von Krisen und Katastrophen. Wir haben hier nie etwas Schlimmes erlebt. Nach dem Krieg hatten wir keine Versorgungskrise. Hier gibt es auch keine Erdbeben und keine Erdrutsche. Ich bin fast 80 Jahre alt. Bis heute habe ich nichts erlebt, was mich bedroht. Die Plantage von Familie Fukuda liegt weit über 100 Kilometer entfernt vom Atomkraftwerk. Aber der Wind hat die radioaktive Wolke bis hierhin getragen. Zwar haben die Kontrolleure bisher nur minimal Cäsium in den Pfirsichen gefunden, der Umsatz aber ist um zwei Drittel eingebrochen. Im Sommer verkaufe ich normalerweise meine Pfirsiche übers Internet. Ich muss mich dann entschuldigen, weil sie schnell ausverkauft sind. Dieses Jahr habe ich dagegen sehr wenige Bestellungen gehabt. Besuch aus der Großstadt. Manche hier pflücken zum ersten Mal in ihrem Leben eigenhändig einen Pfirsich vom Baum.
Gerade junge Menschen wollen neuerdings wissen, woher ihre Nahrungsmittel stammen. Erst finden sie Cäsium im Rindfleisch, jetzt sogar im Reis, unser Hauptnahrungsmittel. Die Behörden informieren immer zu spät, das macht mir am meisten Sorgen. Morgens um kurz nach sechs, der Obst- und Gemüsemarkt von Yokohama, einer der größten Märkte in Japan. Von hier aus werden 3,6 Millionen Menschen mit frischer Ware versorgt. Weißrettich aus dem Norden Japans, Pfirsiche aus Kyushu im Süden, Auberginen oder Gurken aus Fukushima. Die Preise sind gefallen. Auch in Yokohama fürchten sich die Menschen vor der Strahlung aus dem Katastrophengebiet. Auch Yasuhiko Furuya, der Politiker, ist früh unterwegs. Besuch bei den Lebensmittelkontrolleuren. Hier im Labor des Großmarktes sollen Obst und Gemüse auf Radioaktivität überprüft werden. Die Geräte aber sind gerade erst angekommen. Monatelang wurde hier in Yokohama der Super-GAU ignoriert, wie wohl auch in vielen anderen Städten Japans. Jetzt verspricht das Labor Besserung. Aus den Hunderttausenden von Früchten, die in Yokohama umgeschlagen werden, sollen pro Monat genau 10 Stück getestet werden. Sie müssten sich noch an die neue Technik gewöhnen, räumt der Laborleiter ein. Aber bisher seien das getestete Fleisch und das Gemüse sicher. Zum Beispiel Spinat. 1 Kilogramm Spinat enthält so viel Strahlung, wie man bei einer Reise mit dem Flugzeug abbekommt. Aber wer isst schon 1 Kilo Spinat? 100 Gramm wären schon viel. Nach 6 Minuten steht das Ergebnis fest. Der Weißrettich scheint unbelastet, 5,8 Counts per Second. Aber ganz sicher sind die Mitarbeiter trotzdem nicht. Keine Ahnung, was genau das Ergebnis bedeutet. Sie halten Rücksprache. Ungeübte Mitarbeiter, viel zu wenig Stichproben. Für Yasuhiko Furuya ist das die nächste Katastrophe. Die Stadt unterschätze noch immer und trotz Skandal ums verseuchte Rindfleisch die Gefahr aus Fukushima. Ich bin nach dem Besuch hier noch besorgter als vorher. Wie wir prüfen, ist ärmlich und das bei einem so großen Warenaufkommen. Wenn das die Menschen in Yokohama erfahren, wird es großen Ärger geben. Zu Hause bei Familie Furuya, auch die Söhne sind da, Tatsushi, Rinto, Ikuma. Die Familie achtet seit Fukushima auf ihre Ernährung, erst recht nach dem Skandal mit dem verseuchten Schulessen. Alles halb so wild, sagt der älteste Sohn. Sein Vater aber will durchsetzen, dass die Kinder untersucht werden. Nicht nur seine 3 Söhne, sondern alle 84.000 Schüler, die in Yokohama vom Cäsium kontaminierten Fleisch gegessen haben. Wir hatten das doch alles schon mal in Tschernobyl. Ich denke, dass wir in Japan das Gleiche durchmachen werden. Wenn es so weitergeht, werden wir die Folgen ganz sicher später noch erleben. Ein gemütlicher Fernsehabend. Heute bleibt Yasuhiko Furuya ganz Familienvater. Ab morgen wird er wieder auf die Straße gehen, dann als Politiker und warnen vor den unterschätzten Folgen des Super-GAU. Seit Tagen klopft der Regen an die Fenster. Ein Taifun ist im Anmarsch. Nichts fürchten Banshu Miura und seine Kollegen mehr, denn mit jedem Tropfen Wasser fällt auch radioaktives Cäsium vom Himmel. Der Mönch lässt sich die aktuellen Wetterdaten geben, Windrichtung, windstarke Luftdruck. Die Daten sind Banshu Miuras Lebensversicherung, hier 20 Kilometer entfernt vom AKW Fukushima. Das Risiko, verstrahlt zu werden, ist bei schlechtem Wetter viel höher. Wenn wir nass werden, nimmt die Haut Gammastrahlung auf. Deshalb müssen wir uns vor dem Regenwasser schützen. HCR, Hardcare Rescue, die Herzensretter. Banshu Miura ist so etwas wie der gute Geist des Sperrgebiets. Er versorgt die, die geblieben sind hier am Rande der Sperrzone. Ältere, Alleinstehende. Menschen wie Masaharu Haneda, kaum einer wohnt näher dran am Super-GAU. Die Strahlung hier ist gefährlich hoch, 20, 30, 40 Mikrosievert pro Stunde. Auf dem Dach, an der Regenrinne, im Garten. Eigentlich müsste Herr Haneda längst geflüchtet sein. Warum ich hier wohnen bleibe? Unsere Familie lebt seit 1000 Jahren hier. Ich kann nicht wegrennen, ich muss hier bleiben, bis ich sterbe.
Die Menschen hier sind sehr spirituell. Ihre Seelen sind eng mit dem Ort verbunden. Eigentlich will ich, dass sie schnell wegziehen, aber ich verstehe, dass sie ihre Heimat nicht verlassen wollen. Es ist ein Dilemma. Die Früchte aus dem eigenen Garten, sie gehören in den Sondermüll. Mönch Miura will sie im Labor testen lassen, auch das Quellwasser aus den Bergen, von dem Masaharu Haneda jeden Tag trinkt. Die Behörden sagen, unbedenklich. Den Beteuerungen glaubt der ältere Herr aber schon lange nicht mehr. Die Katastrophe vom 11. März 2011 hat er schließlich hautnah erlebt, als TEPCO-Arbeiter im Atomkraftwerk. Im Block 3 in Fukushima, das war keine gewöhnliche Explosion, erzählt Herr Haneda. Da hat es eine Kettenreaktion mit Uran und Plutonium gegeben. Da ist alles rausgepustet worden. TEPCO lügt und auch unser eigener Staat verheimlicht die Wahrheit. Eine Kettenreaktion aus Uran und Plutonium. Wenn das stimmt, das wäre so etwas wie eine Atombombenexplosion. Und mittendrin leben junge Familien. Ayumi Tasaku hat 4 Kinder. Das jüngste kam 3 Monate nach dem Reaktorunfall zur Welt. Ihr eigenes Haus ist radioaktiv verstrahlt. Auch ihre Habseligkeiten. Kleidung, DVDs, Kreditkarten. Nur in einem Fall haben die Messgeräte bisher Alarm geschlagen. TEPCO hat seine Azubis zum Schleppen abgestellt. Gentleman im Blaumann. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, sagt Satoko. Wenn ich sowieso nicht zurückkehren kann, was mache ich? Vielleicht suche ich mir einen Job in Tokio, bis ich in Rente gehe. Aber dann? Die TEPCO-Leute verbeugen sich. Wieder machen sich Busse auf den Weg ins Sperrgebiet. Tausende Menschen haben diesen kurzen Abschied von ihrer alten Heimat noch vor sich. Eine feierliche Stimmung liegt in der kühlen, klaren Morgenluft. 7 Uhr früh auf dem Friedensplatz von Hiroshima. Tausende Menschen sind gekommen, um der Opfer der Atombombe vor 66 Jahren zu gedenken. Auch Maho Yamamoto und Misato Kobayashi, 2 16-jährige Schülerinnen. Das Leid ihrer Heimatstadt kennen sie nur aus Erzählungen, Fukushima aber ist ihnen ganz nah. Sie erschüttert, dass ihr Land schon wieder gegen eine Strahlenkatastrophe kämpfen muss. Seit Jahrzehnten trauern wir um die vielen Toten von Hiroshima. Und jetzt erleben wir Fukushima. Die Hoffnung der Opfer von Hiroshima und Nagasaki wurde enttäuscht. Sie fühlen sich betrogen. Wir müssen auf die Menschen aus Fukushima jetzt besonders Acht geben. Wir müssen zusammenhalten und stark sein. Das Gedenken an die Opfer von Hiroshima ist ein würdevoller Moment, ein Staatsakt seit jeher. Die Bombe ist fest verankert im kollektiven Gedächtnis des modernen Japan. Auch der noch regierende Premierminister Naoto Kan ist gekommen. Doch diesmal spricht auch er vor allem von Fukushima. Wir haben der Welt versprochen, ein atomfreies Land zu sein, sagt Naoto Kan. Er verspricht, die Gründe für den Reaktorunfall in Fukushima zu untersuchen und das Land unabhängig zu machen von der Atomkraft. Es sind die Visionen eines geschwächten Premiers. Die mächtige Atomlobby will Naoto Kan aus dem Amt drängen. Auch die einflussreichen Lobbyisten sitzen unter den Trauergästen, Politiker, Unternehmer, Journalisten. Ihnen ist in den letzten Jahrzehnten ein Kunststück gelungen, einem Land, das so massiv von Atomwaffen heimgesucht wurde, die zivile Nutzung der Atomkraft als absolut positiv zu verkaufen. Ein schönes Märchen, ohne Happy End. Das Sperrgebiet von Fukushima. Bei Itate, etwa 40 Kilometer entfernt vom AKW, liegt die Strahlung bei 15 Mikrosievert pro Stunde. 2 Monate nach dem Unglück wurden die Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Hidekazu Uchi aber kommt alle paar Tage zurück. Früher haben wir immer das frische Quellwasser aus den Bergen getrunken. Aber das geht wegen der Strahlung nicht mehr. Wenn ich hier bin, habe ich immer Wasserflaschen aus unserem neuen Zuhause dabei. An Familie Ouchi zeigt sich Japans Atomfluch, wie bei kaum einer anderen. Besuch im benachbarten Pflegeheim. Auch hier ist die Strahlung hoch. Das Haus gänzlich zu evakuieren, aber wollte man den vielen Alten nicht mehr zumuten. Schon gar nicht dem 82-jährigen Saichi Ouchi. Mit 14 war er als Sanitäter in Hiroshima. Er hat Verwundete gerettet
und für die Toten Gräber geschaufelt. Er selbst wurde damals verstrahlt und jetzt am Ende seines Lebens ist er wieder Opfer von Radioaktivität. Bisher hätten sie kaum über die Vergangenheit des älteren Herrn geredet, erzählt die Pflegerin. Es hat sich nichts verändert. Wir arbeiten genauso hier wie vor dem Erdbeben. Das Einzige ist, wir können nicht mehr vor die Tür. Das ist eine Last. Familie Ouchi bekommt Besuch. Die Schülerinnen Maho, Misato und ihre Freunde sind aus Hiroshima angereist. Es soll eine Geschichtsstunde werden. Sie wollen von dem 82-Jährigen erfahren, wie es damals war nach dem Atompilz und heute im Sperrgebiet. Wie finden Sie, dass Ihre Heimat Fukushima verstrahlt ist? Wie geht es Ihnen denn körperlich? Was können wir Schüler in Zukunft daraus lernen? Herr Ouchi kann kaum noch antworten. Wie lebt Familie Ouchi mit der radioaktiven Gefahr? Sohn Hidekazu zeigt später im verstrahlten Vorgarten sein Sonnenblumenfeld. Die Pflanzen sollen Cäsium binden, der Versuch, sich ein Stück Heimat zurückzuerobern. Die Pflaumen sind ungenießbar, weil verstrahlt, meint Hidekazu Ouchi. Ich wollte diese Pflaumen eigentlich einlegen, so habe ich das immer gemacht, so wie die vielen Blaubeeren hinten auf dem Feld. Zurück in Hiroshima. Die Opfer der Atombombe leiden bis heute an den Folgen der Verstrahlung. Manche wurden ihr Leben lang gesellschaftlich geächtet, viele sind krank, haben Krebs. Der Staat aber hat sie anerkannt als Opfer und gewährt ihnen großzügige Hilfen. Der gleiche Staat versagt beim Schutz der Menschen in Fukushima, finden Maho und Misato. Die Regierung verniedlicht die verheerenden Folgen, auch um das Image der Atomkraft zu retten, die weiterhin das Land antreiben soll. Die Regierung muss endlich entsprechende Maßnahmen treffen, um die Menschen in Fukushima zu schützen. Maßnahmen, mit denen die Menschen dort auch leben können. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass die Regierung zu wenig tut und auch zu wenig aufklärt, was gerade passiert. Von Tschernobyl hat man ja gehört, dass die Kinder zunehmend an Schilddrüsenkrebs erkranken. Die Regierung soll nicht so rumeiern und so unentschlossen sein. Es gibt so viele Menschen bei uns, die unter der Strahlung gelitten haben. Wenn die Regierung dies für die Zukunft verhindern will, dann muss sie klar sagen, Abschied von der Atomkraft. Dämmerung über den Ruinen von Hiroshima. Auf dem Motto Yasugawa schwimmen hunderte Laternen, ein Gruß an die Seelen der Toten. Fast 70 Jahre nach Hiroshima muss Japans Regierung handeln. Sonst droht dem Land eine neue Generation von Strahlenopfern. Eine Reise ins Ungewisse. Jenseits der Straße, jetzt sind sie bei den Schwiegereltern untergekommen, ein paar Kilometer weiter. Für die Kinder ist das alles besonders stressig. Draußen spielen dürfen sie nicht mehr, sie benutzen Masken und Mützen. Sie tragen nur noch langärmelige Sachen und darüber noch eine Jacke, auch wenn es viel zu warm ist. Jeden Morgen bringt Ayumi ihre Kinder in die Schule. Es ist eine Fahrt durch verseuchten Regen. Trotz der Gefahr aus Fukushima, Minami Soma, ihre Heimatstadt, soll um keinen Preis aufgegeben werden. Die Stadtverwaltung wirbt bewusst um junge Familien. Lässt sie die Menschen ins offene Messer laufen? Nicht draufsetzen, nicht in die Waschmaschine schmeißen, warnt die Klassenlehrerin. Die beiden Söhne von Ayumi bekommen heute ihr persönliches Dosimeter. Monatelang hatten die Eltern um die Strahlenmessgeräte gebettelt und trotzdem. Es ist nicht unbedingt schön, diese Dosimeter zu verteilen. Die Kinder werden zu Versuchskaninchen. Die Geräte zeigen ja nicht mal, wie hoch die Strahlung ist. Sie speichern die Daten nur. Es wäre viel besser, wenn die Kinder sofort gewarnt würden und dann wegrennen können. Das Leben in ständiger Unsicherheit, es macht die Seele kaputt, sagt Bansho Miura. Manche in Minami Soma wollen nicht mehr essen, andere beginnen zu trinken, einige bringen sich um. Allein in der Region Fukushima haben sich seit März 2011 über 70 Menschen das Leben genommen.
Das Meeresrauschen hier am Friedhof, für mich klingt das wie die Stimmen all der Toten, erzählt Banshō Miura. Zwei Sachen sind wichtig. Wir müssen die Menschen in Fukushima jetzt voller Liebe unterstützen. Und wir brauchen die Wende in der Atompolitik. Ayumi Tasaku hat einen Termin im städtischen Krankenhaus. Ihre Söhne sollen auf innere Verstrahlung getestet werden. 75 Kinder am Tag, alle Schüler von Minamisoma, werden neuerdings untersucht. Ab jetzt einmal jährlich. Ich habe Angst davor, dass das Ergebnis schlecht ist. Aber ich will andererseits auch die Wahrheit hören. Ich bin hin und her gerissen. Der Scanner soll kleinste strahlende Partikel erkennen. Cäsium in den Knochen, Jod in der Schilddrüse. In Fukushima Stadt wurden die Ärzte schon fündig. In jedem zweiten Kind haben sie Cäsium festgestellt. Die Krebsrate bei Kindern wird bald deutlich steigen, fürchten viele Eltern und sogar die Krankenschwester. Sie selbst ist im fünften Monat schwanger. Vielleicht werden wir es irgendwann bereuen, dass wir hier geblieben sind, meint die bald junge Mutter. Viele Eltern wollen ihre Kinder langfristig untersuchen lassen, über 5 oder 10 Jahre. Auch wenn jetzt ihre Kinder okay sind, wer weiß, ob sie in 5 oder 20 Jahren nicht krank sind. Hier bleiben, neu beginnen. Banshō Miura, der Mönch, ist in ein Neubauviertel am Stadtrand gerufen worden. In diesem Haus wohnt eine junge Familie mit 2 Kindern. Übers Jahr kriegen die Bewohner 3-mal mehr Strahlung ab, als für einen deutschen AKW-Arbeiter erlaubt. Der Mönch soll das ändern. Mal gucken, wie weit wir heute kommen mit dem Dekontaminieren. Wir fangen ganz oben an auf dem Dach. Dann kommt die Veranda, die Hauswand und dann das Pflaster vor der Tür. Sturmhauben, Atemmasken, Schutzanzug. So macht sich die Truppe fertig für den mörderischen Job. Nach und nach soll ganz Minamisoma dekontaminiert werden, die Schulen, die Straßen, die Privathäuser. Es ist eine Arbeit voller gefährlicher Risiken. Und manche sagen, völlig sinnlos. Denn schon im Winter werden die Fallwinde aus den Bergen neue radioaktive Partikel in die Wohnidylle tragen. Ayumi Tasaku hat Post bekommen. Die Ergebnisse der Ganzkörperuntersuchung sind da. Sind ihre Söhne gesund? Alles okay. Allerdings stehen da verschiedene Werte und mein jüngerer Sohn hat etwas höhere Werte als der ältere. Sie liegen aber auf jeden Fall unter der Grenze und das freut mich. Über das ganze Leben gerechnet, falle die radioaktive Mehrbelastung ihrer Söhne kaum ins Gewicht, schreibt das Krankenhaus. Das Unglück von Fukushima, so die Ärzte, entspräche einer einzigen zusätzlichen Röntgenaufnahme. So sind sie, die offiziellen Wahrheiten in Minamisoma, 20 Kilometer vom Supergau. Mit Hochdruckreinigern und Schutzanzügen auch hier kämpfen sie gegen die Strahlung aus Fukushima. Überall in der Region sind die Trupps unterwegs, um Häuser, Straßen, Gärten von radioaktiven Partikeln zu befreien. Ein gefährlicher Job. Der seit Herbst 2011 regierende Premierminister Noda dagegen will nur gute Nachrichten verbreiten. Die Temperatur im Innern der Reaktoren liege jetzt konstant unter 100 Grad. Das AKW sei endlich unter Kontrolle. Die Reaktoren befinden sich im Zustand der Kaltabschaltung. Auch wenn irgendein Problem mit den Reaktoren auftreten würde, werden sie weiter gekühlt. Die Kaltabschaltung im AKW Fukushima, sie ist eine Erfindung der Bürokraten in Tokio. Denn eigentlich gibt es diesen Vorgang nur in einem intakten Atomkraftwerk, nicht in einem zerstörten. Kritiker meinen, die Regierung verharmlose den vierfachen Supergau auch weiterhin. In Wirklichkeit seien die Brennstäbe längst zu einer glühenden Masse zusammengeschmolzen, bis zu 3000 Grad heiß. Die radioaktive Strahlung in den Reaktoren 1 bis 4 gilt noch immer als tödlich hoch. Von irgendeiner Abschaltung also könne keine Rede sein. Die Lage ist unverändert gefährlich, so wie gestern und letzte Woche. Und auch in der nächsten Woche wird sich daran nichts ändern. Das Tor in eine andere Welt. Nur für den Mann im Schutzanzug öffnet es sich. Bunsei Watanabe, der Abgeordnete aus Namie.
Seine Heimatstadt liegt in der Sperrzone von Fukushima, eine Geisterstadt. Watanabes Auftrag, er soll den Stand der Dekontaminierung überprüfen. Das Ziel, eine möglichst schnelle Rückkehr der Bewohner in ihre Heimat. Seine Reise hat Bunsai Watanabe für uns gefilmt, den Besuch in dieser unwirklichen Gegend. Kalt, menschenleer, gefährlich. Hier sind es 24 Mikrosievert, so hoch wie sonst nirgendwo in Namie. Und da drüben im Tal sieht man, was die Japaner gerade am meisten beschäftigt, eine Schotter. Sightseeing im Zentrum der Katastrophe. Im Schutzanzug, mit Kapuze, Atemmaske, Gummihandschuhen fahren Journalisten ins havarierte Atomkraftwerk. Erstmals überhaupt erlaubt TEPCO eine solche Tour durch die Ruinen zum vierfachen Super-GAU von Fukushima. Ich hoffe, wir können unseren Zeitplan einhalten und das AKW bald stabilisieren. Japan und die ganze Welt schaut auf uns. Alle wollen sehen, ob wir unser Ziel erreichen. Die ganze Welt. Es sind 30 Reporter, Kameraleute, Fotografen. Erdbeben und Tsunami vom 11. März 2011 haben hier in Fukushima Daiichi eine Apokalypse ausgelöst. In mindestens 3 Reaktorblöcken ist es zur Kernschmelze gekommen. Massive Explosionen haben das strahlende Material über hunderte Kilometer verteilt. Die Journalisten dürfen die Busse nicht verlassen. Sie messen stellenweise gefährliche 500 Mikrosievert pro Stunde. Fukushima ist das größte atomare Unglück seit Tschernobyl. Die meisten Arbeiter, so wie ich, stammen ja aus Fukushima. Sie arbeiten weiter, obwohl ihre Familien längst geflohen sind. Der Tag hat früh begonnen, in Tamura am Rande der Sperrzone. Von hier aus sind es nur 25 Kilometer zum AKW Fukushima Daiichi. Für die 100 Bewohner aus Futaba ist die Radioaktivität ein unsichtbarer, aber ständiger Begleiter. Heute kehren sie erstmals zurück in ihre Heimat im Sperrgebiet. Der AKW-Betreiber TEPCO hat den Ausflug organisiert. Die freundlichen Herren in den blauen Anzügen, sie zeigen sich von ihrer besten Seite. Auch Familie Watanabe ist gekommen, Vater, Mutter und Tochter Satoko. Seit dem Erdbeben war ich nicht mehr zu Hause, erzählt Satoko. Die Sachen, die mir am Herzen liegen, warten gut verpackt am Eingang unseres Hauses. Ich habe das für den Tag gemacht, an dem wir wieder zurückkommen können. Vor der Tür besprechen sich die Helfer. Was, wenn einer nach Rückkehr aus der Sperrzone dringend auf Toilette muss? Das müsst ihr verhindern. Wir müssen erst checken, ob sie verstrahlt wurden. Im Innern der Sporthalle beginnt der Crashkurs für die Rückkehrer. Viele alte Menschen sind gekommen. Sie haben auch Monate nach der Katastrophe noch kaum Ahnung von radioaktiver Strahlung. Sie bekommen 2 Tüten. In die schwarze packen sie ihre persönlichen Sachen. Bevor sie später ihr Haus verlassen, stecken sie diesen Sack in die 2. durchsichtige Tüte. Die schmeißen sie aber wieder weg, sobald sie den Bus betreten. So gehen wir sicher, dass kein radioaktiver Staub an ihren Sachen haften bleibt. Dann beginnt das große Umziehen. Ein Anzug aus dünnem Papier, eine Haube aus Zellulose, eine Atemmaske, Handschuhe. Außerdem bekommen Satoko, die junge Frau aus Tokio und die anderen je ein Dosimeter und ein Funkgerät. Die Heimat ist ein gefährlicher Ort. Ich habe damals per Telefon gehört, dass wir evakuieren sollen. Wir hatten kaum Zeit. Wir sind dann in den nächstgrößeren Ort nach Kawamata gefahren. Im Notlager habe ich gehört, dass es in Fukushima eine Wasserstoffexplosion gegeben hat, dass etwas Unglaubliches passiert ist. Für 2 Stunden darf Satoko Watanabe zurück nach Haus. Mehr Zeit bleibt ihr nicht, um Abschied zu nehmen vom alten Leben. Die wenigen Kilometer bis Futaba, es sind Welten. Mit einer kleinen Kamera hat Satoko ihre Fahrt ins Sperrgebiet gefilmt. Vorbei am Checkpoint der Polizei, hinein ins Niemandsland. Die Straßen zerstört vom Erdbeben. Freigelassene Kühe. Die Bauern wollten die Tiere vor dem Verhungern retten.
alles menschenleer, geisterhaft, bei strahlend blauem Himmel. Etwa 88.000 Menschen haben durch die AKW-Katastrophe von Fukushima ihre Heimat verloren. Ihren Job, ihre Freunde, ihre Nachbarn. Ganze Dorfgemeinschaften lösen sich auf. Vielen Flüchtlingen macht das am meisten zu schaffen. Bürgersprechstunde in der Nähe von Namir. Die Stadtverwaltung ist im Hotel untergekommen. Der Abgeordnete Bunsei Watanabe stellt sich den Fragen der Bürger. Jeder Tag ist für uns die Hölle. Die Menschen wollen wissen, wie es weitergeht. Die Regierung soll uns endlich einen Ausweg zeigen. So denken die meisten der Menschen hier. In einer Turnhalle versammelt sich, was von Namir noch übrig ist. Der Ort wurde Opfer aller drei Katastrophen: Erdbeben, Tsunami, Super-GAU. Tausende Fotos hat Herr Watanabe gesammelt mit eigenen Händen. Ich bin nach dem 11. März immer wieder in die Stadt hinein, um die schönen Dinge zu retten, erzählt Bunsei Watanabe. Die Menschen freuen sich, wenn sie ein Erinnerungsstück wiedergefunden haben. Und wenn ich die fröhlichen Gesichter sehe, dann merke ich, wie wichtig meine Arbeit ist. Zurück in der Sperrzone. Satoko Watanabe und ihre Mutter räumen die Wohnung auf. Vor 3 Monaten waren sie in Panik geflüchtet. Jetzt sehen sie erstmals wieder das ganze Chaos. Die Bücherregale sind beim Erdbeben umgekippt. Der Strom ist ausgefallen. In der ersten Etage sind die Zimmer stockdunkel. Die beiden Katzen von Satoko liegen tot im Garten. Zwei Stunden waren viel zu kurz. Von jetzt an weiß ich nicht mehr, wann ich jemals wieder zurückkomme. Ich will weiter stark sein und mein Leben leben. Der Bus kommt, per Anhalter, aus dem Sperrgebiet. 6 Mikrosievert zeigt das Dosimeter von Satoko 50 Mal mehr als normal. Im Gymnasium von Tamura werden die Rückkehrer auf Strahlung überprüft.